Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ja, nachdem das ja letztes Mal nicht so richtig gelaufen ist. Aber, wir machen erstmal die Geschichte hier. Dann laber ich ein bisschen. I'm really confused right now. You're not hearing this? Are you messing with me? I swear. Hi, we're not messing with you. You're hearing it too, Cutter, right? Just a lot of superstition around these things. Like Lou said, just a pile of old AI tech. Nothing more. Das ist ja immer noch hier. Ja, letztes Mal war ja nicht so geil, ne? Da ist ja einiges schief gelaufen, was ich eigentlich ja nicht dachte, was schief laufen kann, aber ja, ist dann halt so, ne? Gibt so Tage, da klappt eigentlich vieles und dann gibt es solche Tage hier. Deswegen, also wenn ihr hier irgendwie euch schrottet oder sowas, ne, guckt, dass ihr nicht sonst wohin fliegt, ne? Oder sonst irgendwas. Sondern, ja, versucht zu überleben. Auf Deutsch. So, wir nehmen diese richtig teure Konsole hier. Okay, cool. So, die Frage ist natürlich hier bei den ganzen, was hier noch vielleicht sein könnte. Hier das alte Schmelzofengeschichte. Alles ist hier eigentlich Schmelzofengeschichte. Klar, die Leiter jetzt für 120, die ist keine Schmelzofengeschichte. Aber wir haben eigentlich alles weg, ne? Die Frage ist ja, ob wir das hier in Schmelzofen reinkriegen. Oder ob wir mal so eine geile Sprengung machen, ne? Wie wollen wir das denn jetzt hier eigentlich in der Mitte wegkriegen? Bewegt sich ja gar nichts. Würdest du gerne einmal so in der Mitte irgendwie. Wir haben ja Sprengstoff, ne? Können wir denn, kann ich denn irgendwas hier noch drehen, oder? Okay. Weil es wird hier, wie habe ich das denn letztes Mal weggekriegt, hier das Teil? Na, muss ich ja irgendwie schon bewegt haben, ne? Alles für einen Schmelzofen und du kriegst nicht auseinander, ne? Komm, wir machen mal so eine Sprengung. Bin mal gespannt, wie das hier funktioniert. Ich weiß ja nicht, ob wir das hier drinnen machen sollen. Great job, Cutter. Now, just make sure to clear the area before detonating that bad boy.
Wie zündet das da? Okay. Now, you sure your charge is in the right spot? Measure twice, cut once, Cutter. Ready? Give that trigger a squeeze. And lift off. See, Cutter? That's how it's done. Ach so, okay. Sind aber süße Ringladungen. Okay. Aber dauert ja auch Ewigkeiten, die zu positionieren, ne? Ich würde es ja mal ausprobieren. Weiß man nicht. Achso, da. Die andere. Okay, kann ich die denn wenigstens wieder einsammeln? Achso, geht gar nicht mehr. Ich dachte, ich hab das doch. Warum nicht? Tschüss, Baby. Oh doch, jetzt geht's. Ich kann sagen, das muss doch irgendwie schwermäßig gehen. Ich würde doch hier nicht alles auseinanderschneiden wie so ein Superheld. Ah, ich bin mal trotzdem gespannt, ob das irgendwie so geht, ne? Weil das hier ist ja auch so ein Ding, ne? Klar kann man das hier alle Tiere auseinander. Aber scheint ja gut reinzupassen, ne? Alright. You got 5 minutes left in this shift, Cutter. Before they turn the lights out on you. Weaver out.
Naja. What is load? Material deposited. Account credit applied. Caution. Out of tethers. Haben wir jetzt genug? Da oben, das Fette oder was? Das war zum Krachen? Kannst ja machen, aber... Frag mich nächstes Mal. Ich will mein Geld haben. Und dann glaube ich, haben wir ja hier alles an. Da hinten liegt noch irgendwas. Also wenn es hier am Ende so ein paar tausend Dinger. Scheitern sollte, denn da geht man nicht, aber. Oh. Och, endlich. Ja. Caution. No tethers remaining. Ach so, ich habe keine mehr. Okay. Ah, das müsste doch jetzt das gewesen sein. Material accepted. Gib mir das Geld. Oh ja, ja. Und der EU, es steigt. Thank you for your purchase. Thank you for your purchase. Thank you for your purchase. Haben wir, ne? Jo. Okay, zweimal gestorben. Ja, gut war es nicht. Aber wir haben das Bergungsziel und haben, naja, ein paar Millionen haben wir kaputt gemacht, aber es geht noch, es geht noch. Es hält sich in Grenzen. War jetzt nicht so das Beste von allen, aber auch nicht so das Schlimmste. Ich habe schon mal schlimmer hingekriegt, also auf jeden Fall. So, und wir kriegen natürlich jetzt auch die 10.000 an Punkte. Und jetzt sind noch 122.000. 1000 drinne. Zerstört haben wir 2,8 Millionen. Das ist viel. 2,8 Millionen ist echt. Hätte ich eigentlich gebrauchen können, ne? Ist ja nicht so, dass wir das hier umsonst machen wollen, sondern wir wollen ja hier große Geschäfte machen, ne? Natürlich auch das mega große Geld ernten. Good morning, Cutter 9346-52. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir jetzt machen. Wir bauen erstmal einen Kühlkörper ein, um zu gucken, was jetzt vielleicht wir hier noch so Schönes haben. Welcome to the ship, Doctor. Let's fix that ship up. Ah, nice work. If I had a heart, Kabel, alles nicht frei, okay? Gut, alles klar. Dann ist das nächste. Also das mit dem eigenen Schiff bauen ist ja irgendwo eine gute, spannende Sache, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so blöd, auf jeden Fall. Nö, eigentlich nicht. So, 10 Schiffe. Der Sternsucher. Ja, 32. Annau. Ich weiß nicht. 14. Ich würde schon gerne irgendwas haben, was. 17. Ne, den hatten wir jetzt, ne? Nö, dann würde ich den hier nehmen. Der sieht ja sehr interessant aus. Und wir haben aber keinen Kühlkörper drinne. Wir brauchen ja Kabel und Kühlkörper. Ah, ich brauche schon ein bisschen was mit Geld, ne? Oder ich mache einfach irgendwas jetzt, damit das drinne ist. Kabel und Kühlkörper. Der hier, 17 Millionen. Ach, das kommt.
Ich bin mal gespannt, was das ist. Das Unbekannte. Cutter, you might need to be a little careful with this ship. She's been giving us some grief. Found her floating. No one aboard, no distress signals. Manifest been completely wiped. It's like they took a long walk, never came home. Just keep an eye on, all right? Don't think any little green men are gonna come jumping out at you, but there might be some leftovers of the crew. Weaver out. Ja, toll. Jetzt haben wir hier noch ist ja nicht, ob ich das jetzt feiern soll, ne? Aber wirklich kein Bock jetzt hier kleine grüne Männchen da irgendwie. Was ist das denn hier? Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist denn für ein Knotenpunkt? Die Lichter kosten ja jetzt nicht so viel mehr, ne? Ne, sind auch nur kleine. Now, Cutter, I was gonna mention these. You see those weird nodes? Lynx doesn't want them. And they don't seem to respond to any method of deactivation. You got two ways of dealing with them. One, you burn them up with your cutting tool on the spot. Or two, you chuck them in the furnace. Was denn für ein Knotenpunkt? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich sehe keine Knotenpunkte. Pläne hier oder was ist das hier? Das ist ja wie von außen. Yeah, there we go, Cutter. That's how it's done. Next one you see. Just rinse and repeat. Ist nicht, wo noch so einer ist. Auf der Unterseite oder was? Wo war Licht? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, wo der andere sein soll. Oh. Besonders hier kann ich ja die wieder aufheben, ne? Okay, mal gucken. Ja, auch noch Geld für das Aufheben. Verstehe ich nicht so richtig. Würde gerne mal reingehen jetzt hier, die paar Minuten, die wir noch haben, ne? Wo ist denn hier der Einjank? Aber wenn hier grüne Männchen sind, gibst du mir mal angucken. Aber, hä? Wo ist denn hier der Einjank? Ist ja kein Eingang? Ach doch, da. Ey, spannend, ne? Steigt jetzt der Druck wieder? Wir hätten da die Tür zu gemacht. Wir hätten da jetzt die Tür zu gemacht. Also da ist drucklos auf jeden Fall. Das weiß ich ja jetzt noch mittlerweile. Komisch, ne? Wow, ach ja. Sorry, ich total übersehen. Also schon mal hier die Wichtigkeiten hier, das... Ich weiß nicht, welche komische Computer... Technologie, das hier sein soll, was gruselig auf jeden Fall. Hm.
Wir schmeißen das erstmal hier voll locker weg. Die Tür geht immer auf und zu. Okay. You're fixing to dot the I's and cross the T's. You got about 5 minutes to do it. Weaver out. Aua. Oh, das war aber eine böse Stelle. Wo sind das jetzt hingeflogen, der Teil? Dahinter? Nee. Ah. Weil wird jetzt hingeschmissen. Ins Gesicht weg. Da kommt er nochmal wieder, aber ich glaube nicht. Komisch, wa? Böse, böse, böse. Ja, manche geht ihm schwer, ne? Voll gruselig. Cutter, Links ain't gonna take that note. You gotta burn it up or toss it in the furnace. Welchen Schmelzpunkt? Notenpunkt. Ich weiß nicht, welchen Knotenpunkt du meinst. Ich habe hier auch keine Knotenpunkte. Also nicht noch einen entdeckt. Zumindest ein bisschen Niveau. Alter Schwede, irgendwie ist das sehr, sehr unheimlich. Klar, hier wird jetzt kein böses Alien kommen, was mich irgendwie umnieten möchte. Warum geht hier immer auf und zu? Was wissen, wo das ist? Ich weiß das einfach nicht, komisch. Ist schon gut, wenn er das so sagt und sowas, ne? Und man dann. Ja. Aber ich weiß nicht jetzt inwiefern. Ach, weil wir denn alles drumherum kaputt gemacht haben? Okay, alles klar. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Ja, aber dann war doch jetzt was mit der Luftschleuse im Arsch, oder was? Also, das war ja schon ein bisschen billig hier. Oh!
Jetzt geht der High Chief hier. Alle hier Chief. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich versuche so ein bisschen noch vor mich hinzubrennen. Bis dann. Ciao, ciao.